Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Conan Exiles Guide. Ja, nachdem wir das meiste bereits durchgesprochen haben, was der Kriegstreiber-Patch uns Neues gebracht hat, und es war eine ganze Menge gewesen, muss ich ehrlich zugeben, dieser Patch hatte es wirklich in sich. Ich bin wirklich mehr als begeistert, auch wenn die ein oder andere Situation darin gewesen ist, die mir nicht so hundertprozentig gefallen hat, wie zum Beispiel in dem gestrigen Video, über das wir gesprochen hatten. Aber etwas gibt es immer noch, was es noch zu besprechen gibt. Und zwar habe ich euch ja in einem vorherigen Video über die Schwarzblut-Werkzeuge erzählt, wo ihr sie finden könnt, wofür sie vorteilhaft sind. Und da habe ich allerdings eine Kleinigkeit außen vor gelassen. Die Schwarzblut-Werkzeuge sind nicht wesentlich besser als Obsidian-Werkzeuge oder Sternenmetall-Werkzeuge. Sie haben nämlich die gleiche Drop-Menge. Allerdings haben diese Schwarzblut-Werkzeuge einen großen Vorteil. Bei ganz bestimmten Gegnern haben sie die Fähigkeit, schwarzes Blut zu droppen. Das passiert dahingegen nur ausschließlich mit diesen Schwarzblutwerkzeugen. Jetzt ist natürlich die Frage, wofür benötigt man dieses schwarze Blut, beziehungsweise wo findet man es? Schwarzes Blut wird benötigt, um neue Pfeile herstellen zu können. Und zwar findet ihr seit dem Kriegstreiber-Patch ein Spezialrezept 4 für Pfeile. Und diese Pfeile, also das Spezialrezept Nummer 4 für Pfeile, beinhaltet drei Pfeiltypen, und diese drei Pfeiltypen benötigen in ihrer Herstellung jeweils auch schwarzes Blut. Gut, in diesem Guide werde ich euch zeigen, wo ihr A, dieses Spezialrezept 4 für die Pfeile findet und wie ihr an schwarzes Blut kommen könnt. Ja, okay, wie ihr seht, befinden wir uns wieder hier im hohen Norden. Vor uns liegt wieder dieser typische Grat, der zu den Harpien oder Greifen oder was auch immer, wie man sie nennen mag, führen wird. Und unser Ziel ist hier die Steinschlosshöhle. Wir erinnern uns, um die Schwarzblutwerkzeuge zu bekommen, zu finden, müssen wir hier in Bin Yakins Siegel eindringen. Aber wir brauchen jetzt nur die erste Höhle, nämlich die Steinschlosshöhle. Angemerkt ist, dass in jeder dieser Harpienhöhlen ein Miniboss auf euch wartet oder ein Boss der jeweiligen Höhe, kann man bezeichnen, wie man will. Ich sehe sie mehr als Miniboss. Und dass diese Bossarten jeweils etwas Interessantes haben. So, für den Guide habe ich nach wie vor meinen Schadensoutput auf Maximum stehen. Denkt bitte daran, wenn ihr hier in diese Höhle eintretet, diese Gegner werden nicht einfach durch einen Schlag umfallen. Ihr müsst hier wesentlich härter kämpfen, als ich es jetzt gerade mache. So, ich könnte mich natürlich auch auf Tarnmodus stellen, aber warum sollte ich das? Für die paar Gegner, die machen den Kohl nicht fett, wenn ich da einfach jeweils einen Hieb investiere. So, und auf diesen Boss, der da steht, kommt es jetzt an. Erstmal wollen wir da den Einzelnen ziehen. Komm her, Vögelchen. Put, 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 put. Ja, der hat hier eine komische Reichweite. So, den Boss juckt es alles nicht, dass wir hier seine Gefolgsleute töten anscheinend. So, da ist er. Der kleine Miniboss von dem Siegel. Obwohl, er wird als normaler Boss angezeigt. So, eben töten. Komm, lande schon. Ich will die kauen. So, und was hat er? Er hat einmal ein Machtfragment für uns. Er hat einen Dietrich für uns. Und er hat die Schriftrolle Spezialmunition 4. Und auf diese Spezialmunition 4 haben wir es abgesehen. So, ganz normal, entweder Doppelklick oder benutzen. Und schon haben wir erlernt, Spezialmunition Nummer 4. Gucken wir mal, was die so Schönes kann. Dafür müssen wir hier im Waffenperk einfach mal gucken. Spezialmunition 4, da haben wir sie. Stufe 49 kostet 5 Punkte. Ist eigentlich nicht sinnvoll, weil wir mussten es ja erlernen. So, Bogenschütze wird vorausgesetzt. Lernen wir das direkt mal. Ebenso die Spezialmunition 2. 1,
2, 3. So, Spezialmunition 4. Wir haben dadurch erlernt, den Feuerfunkenpfeil, den Säurepfeil und auch den Rauchpfeil. Jetzt ist es wichtig, dass wir die Schwarzblut-Pickaxt dabei haben, also diese Hacke hier, und dass wir dann auf den Gegner einfach einhauen. So, wir sehen schwarzes Blut, Dämonenblut, Federn, Wildfleisch und so weiter. Nicht jeder Hieb ist unbedingt für Schwarzblut erforderlich, beziehungsweise es ist kein hundertprozentiger Drop. Es kann auch Dämonenblut droppen, es kann aber auch Schwarzblut droppen. Weiteres schwarzes Blut mit der gleichen Rate bekommen wir in den anderen Höhlen, jeweils beim jeweiligen Boss. So, schauen wir mal. Und zwar ausschließlich hier in diesen Harpienhöhlen, hier in Jills Stube, in die Reste, beziehungsweise in Bin Yakins Siegel. Wenn ihr diese Höhlen einfach ablauft und die jeweiligen Bosse tötet und dann mit der Pickaxt einfach nachbearbeitet, wichtig ist, es muss die Schwarzblut-Pickaxt sein. Wenn ihr das macht, habt ihr 50% Chance, dass dort schwarzes Blut bei rauskommt. Die Höhlen sind ein wenig verzwickt zu finden. Ihr müsst da ab und zu schon mal ein bisschen nachsuchen. So wie ich. Ich bin jetzt zum Beispiel falsch gelaufen, aber das macht nichts. Wie gesagt, hier diese vier Höhlen, die direkt hier an diesem Grat liegen und dann hier den jeweiligen Graden entsprechen. Ihr seht hier noch diesen kleinen Weg, den ihr dann langlaufen müsst mit Abzweigungen und so weiter und so weiter. So, was ist schwarzes Blut? Schauen wir uns das mal an. Eine zähflüssige Flüssigkeit. Dieses Blut ist schwarz wie die Nacht und riecht leicht nach Schwefel. Mit anderen Worten, es ist Dämonenblut in seiner korrumpierten Version. Machtfragment können wir direkt benutzen. Kriegen wir einen Talentpunkt dazu. Dämonenblut ist für andere Sachen gut. Und Federn können wir für die Pfeilherstellung gebrauchen. So, zurück geht es in unsere Basis. Dafür benutze ich jetzt einfach mein Admin-Teleport-System. Ihr müsst natürlich laufen, beziehungsweise wenn ihr in der Nähe eine Basis habt, ist es natürlich euer Vorteil. So, und wie bei allen Pfeilen und Pfeil und Bogen müsst ihr jetzt eine Werkbank aufsuchen, und zwar eine Werkbank des Zimmermanns. Da ist es unerheblich, ob ihr eine normale Werkbank eines Zimmermanns verwendet oder ob ihr die verbesserte Werkbank eines Zimmermanns verwendet. So. Hier ist sie, hier sind direkt beide. Und ihr seht, ich habe schon mal ein paar Sachen mit reingelegt. Schwarzes Blut ist von Vorteil, Federn sind von Vorteil. Ja, und hier, wir benötigen natürlich Äste. Für Pfeile ist das ganz normal. Und selbstredend Federn. Für die drei Pfeiltypen brauchen wir allerdings auch noch Rohasche. Wir benötigen noch Hexenpulver oder aber Sprengdrüse. Es kommt ganz auf die Pfeilart, die ihr herstellen wollt, an. Schauen wir mal. So, Elfenbeinpfeil brauchen wir nicht. Feuerfunkenpfeil. Hier sehen wir, wir brauchen Hexenfeuerpulver, welches ihr in eurem Feuerschalenkessel herstellen könnt. Wir benötigen 2 schwarzes Blut, eine Feder und 5 Äste. Stellen wir mal 10 Stück her. So, und wir sehen, es geht mit einer relativ guten Geschwindigkeit und weiter geht die Sache. So, Giftpfeil ist für uns uninteressant, Leuchtpfeil auch, Rauchpfeil. Rauchpfeil ist der zweite Pfeil von der Spezialmunition 4. Wir brauchen dafür 5 Äste, 5 Rohasche, ein schwarzes Blut und eine Feder, um ein paar herstellen zu können. Auch hier stellen wir 10 Stück von her. So, Sprengpfeil brauchen wir nicht, Säurepfeil brauchen wir. Hier brauchen wir 5 Äste, 5 Sprengdrüsen, 5 schwarzes Blut und eine Feder. Warum die das bei Funcom so gemacht haben, dass man bei manchen Pfeilen nur einmal schwarzes Blut braucht oder nur zweimal schwarzes Blut und bei einem anderen dann 5-mal schwarzes Blut. Vielleicht hängt das mit der jeweiligen Stärke des Pfeils zusammen, aber ansonsten habe ich keine andere Erklärung. Auch hiervon stellen wir 10 Stück her. So, ebenso rüsten wir schon mal den Pfeil aus. Picke brauchen wir jetzt nicht mehr, den können wir schon mal hinlegen. So.
Einmal 10 hätte ja vollkommen gereicht. Passt aber. Auch Feuerfunkenpfeile. Säurepfeil. Säurepfeil, da haben wir sie. Wir sehen auch, wir bekommen hier deutlich weniger Säurepfeile raus als bei den anderen. Da wo jeweils eine Pfeilherstellung jeweils 10 Einheiten gebracht hat, hier bringt eine Pfeilherstellung jeweils 2 Einheiten. Warum auch immer. Aber die reichen aus, die wir haben. Okay, jetzt gucken wir mal, was die denn so können. Das machen wir natürlich nicht hier in der Basis, ist klar. So, ihr könnt natürlich diese Pfeile mit eurem Bogen unterschiedlich ausrüsten. Die klassische Art und Weise war es gewesen, indem man einfach den Pfeil mit der Maustaste anklickt, gedrückt hält und auf den Bogen zieht. Das ist die eine Variante. Die andere Variante ist einfach, den Bogen in eure Benutzerleiste zu ziehen, also so wie ich es hier auf 4, 5 oder 6 gemacht habe, und dann einfach mit der jeweiligen Taste einfach den entsprechenden Pfeil auszurüsten, indem ihr auf die Taste drückt. So, jetzt geht die Sonne unter, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen natürlich Tageslicht haben, damit man auch was sieht. Und sie sprach, es werde Licht, doch der Schalter tat es nicht. So, stellen wir uns mal da oben auf die Anhöhe. Wir sind ja garstig. Und haben jetzt einmal die 4 ausgerüstet. Wir erinnern uns, die 4 sind Feuerfunkenpfeile. Einmal der normale Schuss oder erstmal der starke Schuss. Erstmal der starke Schuss. So, schön und loslassen. Falsch. Man sieht, ich benutze Pfeil und Bogen nicht so häufig. Maximum Anschlag aktiviert und bam, tot ist er. Wir haben natürlich nach wie vor noch Maximum Schaden eingestellt. Wir sehen, es sieht recht interessant aus, dieser Effekt. Ah, auch im Bogenschützen. Auf in die Leere bleibe! Yippie, hey, Schweinebacke. So, was haben wir denn als nächstes unter der Nummer 5? Den Rauchpfeil. Sparen wir uns auf. Wir nehmen als erstes den Säurepfeil. So, Säurepfeil. Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste dieser Säurepfeil natürlich jetzt eine Säurelache entstehen lassen. Gucken wir mal. Gut. Ich habe recht gehabt, der Gegner ist jetzt natürlich sofort gestorben, macht aber nichts. Aber der Endeffekt ist der gleiche. So, wir sehen es, ich habe die Gegnerin nicht getroffen. Sie steht nur in diesem Säurebecken, das jetzt hier entstanden ist. Und sie ist daran gestorben. In der Regel werdet ihr davon ausgehen können, dass dieses Säurebecken 5 Schadenspunkte pro Sekunde bei einem Gegner verursacht. Als nächstes kommt natürlich der Rauchpfeil. So, ausgerüstet. Und der hat eine wunderbare Rauchwand erschaffen. Und wie wir sehen, unsere Sicht ist massiv eingeschränkt. So geht das natürlich auch euren Feinden. Besonders im PvP ist diese Rauchwand sehr nützlich. Die computergenerierten Gegner sind relativ egal, da sie ja einfach dem Signal folgen. Aber für menschliche Spieler ist das doch sehr, sehr hinderlich, da sie nicht sehen, wo ihr euch hinbewegt, beziehungsweise wo ihr seid. Natürlich könnt ihr diese beiden Pfeile auch kombinieren. Ihr könnt zum Beispiel einmal den ganz normalen Rauchpfeil setzen, Bams. Und direkt daneben setzt ihr einen Säurepfeil. Bams. Das heißt, ihr habt sowohl einen Rauch- als auch einen Säurepfeil gemacht. In der richtigen Positionierung, so wie ich es jetzt gemacht habe, ist zum Beispiel falsch, seht ihr diesen Säurepfeil überhaupt nicht. Das heißt, ihr lauft als Gegner rein und bekommt sowohl Schaden als auch die eingeschränkte Sicht. Gerade im PvP-Bereich äußerst nützlich. Kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr Gegner dort zu bekämpfen habt. So.
Und wir sehen jetzt gerade, dieser normale Rauchfall, was ich gesagt habe, war falsch gewesen. Auch er verursacht einen Schaden über Zeit. Und das ist durchaus praktisch für euch. Also könnt ihr es definitiv kombinieren. Ja, und das waren sie schon gewesen. Ihr wisst jetzt, wie ihr definitiv an diese Spezialmunition 4 kommen könnt. Ihr wisst, wie ihr an schwarzes Blut kommen könnt. Aber auch, was ihr für die Herstellung der Spezialmunition 4 Pfeile benötigt. Ebenso, welche Eigenschaften diese Pfeile haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, Freunde, denkt dran, Support ist kein Mord. Unterstützt mich und meinen Kanal, indem ihr ein Abo dalasst, falls noch nicht geschehen. Unten die kleine Glocke mit aktiviert, damit ihr immer Informationen erhaltet, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Likes und Kommentare sind natürlich auch jederzeit herzlich willkommen. Helfen Sie doch, meinen Kanal mit im YouTube-Algorithmus mit bekannter zu machen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Haltet die Ohren steif, macht es gut. Bis später denn. Bye, bye.